Hallo, liebes Löwenrudel, willkommen zum Railroads Online Handbuch für alle. Ich dachte, ich mache für alle, für Anfänger sowie für Fortgeschrittene, mal ein umfassendes Kompendium an Tipps und Tricks, wie man hier in Railroads Online zurechtkommt. Und das ist wirklich für den Anfänger sowie auch für Fortgeschrittene. Und das Ganze ist natürlich in Kapitel unterteilt, sprich, ihr könnt euch genau das anschauen, was euch interessiert. Oder schaut natürlich alles an. Vielleicht ist ja was dabei, was auch der Fortgeschrittene noch nicht wusste. Und ja, ich dachte, das wäre mal nötig gewesen, denn das allererste Video mit den Tipps und Tricks, die ich gemacht habe, Episode 1, ist schon ziemlich lange her und es hat sich sehr viel getan und ich habe mittlerweile nach 300 Stunden ein bisschen mehr Erfahrung als wie damals. Also dachte ich mir, mache ich jetzt ein großes Kompendium, wo wirklich alles mal abgedeckt ist, inklusive wie man diverse Mods benutzt, wie Railroads Online Extended und das Tool vom Ian, die Mini-Zwerg-Seite. Also damit würde ich sagen, los geht's. Ich übergebe an mein Zukunfts-Ich mit den ersten Tutorials und Tipps. Ja, dann fangen wir mit den absoluten Basics mal an. Wenn ihr ein neues Spiel startet, dann seid ihr hier in diesem Gebiet. Ihr habt diese drei Abstellgleise da. Ihr habt einen Wagen und die Betze inklusive den Wasserturm. Euer allererstes Ziel sollte es sein, dass ihr zum Holzfällerlager die Strecke hinbaut, vom Holzfällerlager zum Sägewerk, vom Sägewerk zur Eisenerzmine, Eisenerzmine zur Schmelzhütte, Schmelzhütte zur Kohlemine, Kohlemine Eisenwerk, Eisenwerk Ölfeld, Ölfeld Raffinerie. So ungefähr werden dann auch die Ressourcen gebraucht. Und viele Spieler machen gerne den Anfangsfehler, dass sie mit der Betsy schon hin und her fahren, obwohl sie mitten im Bau sind. Ich empfehle euch das nicht zu tun, weil sonst geht euch das Holz aus. Ihr könnt natürlich cheaten und hier das Brennholzlager bauen. Dann habt ihr euer Holz drin und das dann immer wieder abreißen. Aber ja, ich finde es dann nicht realistisch. Aber es ist natürlich euch überlassen, wie ihr spielt, aber so würdet ihr dann Holz kriegen. Und bevor ihr mit der losfahrt, tut das Wasser hier einfüllen. Das funktioniert folgendermaßen. Ich habe die hier schon mal vorbereitet. Ihr fahrt unter den Wasserturm. Schaut, dass ihr mit dem Kran ungefähr auf einer Höhe seid. Steigt wieder aus. Bei der Betze ist die Klappe hier oben. Andere Loks haben natürlich einen Tender. Und dann mit der linken Maustaste gedrückt halten und ein bisschen nach unten ziehen. Und dann könnt ihr auch ein bisschen nach links und rechts gehen mit der Maus, um den Kran anzupassen. Ihr seht dann, wenn es voll ist, wenn hier das Wasser wieder raussprudelt. Es dürfte jetzt hier nicht allzu lang dauern, bis das passiert. Währenddessen, jetzt passiert schon. Wenn ihr den Effekt seht, dann ist quasi hier der Wassertank voll. Das gleiche gilt auch für den Tender. Wir machen das wieder nach oben und das wieder zu. Das hört dann von allein wieder auf. So, das nächste, das Ankuppeln. Ihr dürft an den Wagen nicht komplett ranfahren und dann versuchen zu kuppeln. Das geht nicht. Ihr müsst zuerst eine Kupplung vorbereiten, so wie die hier. Wie das funktioniert, mit der linken Maustaste auf die Kupplung, damit hier dieser Ring drin ist, und dann mit der rechten Maustaste, damit der Stift drin ist. So dürft ihr natürlich auch nicht ranfahren, ihr dürft das nur auf einer Seite machen, das heißt, mit den genau gleichen Klicks kriegt ihr das wieder weg. Fahrt mit der Lok ran. Ein bisschen rollt sie eh schon ein bisschen von alleine. Und anhalten. Und wenn ihr jetzt dieses Geräusch hört, dann habt ihr richtig angekuppelt. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr solche Wagen abkuppelt und du wollt sie irgendwo abstellen, zieht immer die Handbremse an. Gegenteilig natürlich beim Abfahren, kontrollieren, dass sie gelöst ist. Ansonsten werdet ihr sehr viel Spaß haben, die Wagen entsprechend zu ziehen. Okay, so viel mal zu dem. Jetzt zum Gleisbau. Ihr startet da vorne. Das hier könnt ihr auch nicht editieren, das bleibt so wie es ist. Die Bäume werden wir jetzt mal ignorieren, bis auf die da vorne. Ich rate euch, dass ihr hier erstmal auf dem quasi Boden hier weiterbaut. Das ist ja quasi wie schon das Gleisbett, aber hier vorne geht es doch unten. Man sieht es ja ganz leicht. Das würde ich immer als Initialhöhe nehmen. Dazu machen wir das folgende. Das ist schon mal der erste große Tipp. Wenn ihr gerade bauen wollt, also gerade neu anfangen wollt, nehmt ihr dieses Dreieck hier, diese Kreuzung, platziert das
Geht wieder auf Schienen, Gleis, sucht den Snappoint hier unten, geht nach vorne, den nächsten Snappoint, jetzt habt ihr eine absolute Gerade und drückt Alt. Dann habt ihr jetzt die Richtungssperre drin. Das heißt, ich kann mit X und Y mir genau den Radius einstellen. Aber jetzt wollen wir erstmal gerade nach vorne. Gehen einfach bis zu dieser Stelle da vorne. Und lassen das. Jetzt kann ich das da hinten natürlich wieder abreißen. Ich würde jetzt hier Schienen auswählen. Da würde auch nur die Schienen löschen. Mach das weg. Und habe hier einen perfekten geraden Start. Das könnt ihr auch mit den Weichen machen. Geht nach dem gleichen Prinzip. Und so könnt ihr immer perfekt gerad starten. Okay. Das nächste ist, baut abgesehen jetzt von hier, niemals auf dem Untergrund. Da wird es früher oder später passieren, dass ihr mal entgleisen werdet. Wegen an Steinen oder sonstigen, wo er meint, jetzt hat er eine Kollision. Baut immer hier mit dem Bahndamm. Dass ihr da ungefähr so eine Höhe habt, wie hier zu sehen. Sprich, wir gehen jetzt hier ungefähr mittig rein. Ziehen das mal hier so raus. Und dann habt ihr hier die initiale Höhe. Und jetzt würde ich hier mit Alt die Richtung wieder sperren. Und würde hier einfach mal den Bahndamm ziehen. Und wenn ich dann sehe, okay, der Boden wird irgendwie höher, der Abstand wird gering, geht es in kleinen Schritten nach oben. Zum Beispiel hier 1%. Und mache das mal für so ein paar Meter, wo ich sage, okay, jetzt bin ich wieder hoch genug. Dann geht er wieder auf 0. Dann habe ich das leicht angepasst. Und jetzt machen wir eine schöne Kurve. Zum Beispiel hier mit minus 6. Und ziehe mir das so. Wie ich dann sage, okay, das passt. Ich würde anfangs auch nicht mehr als 11 Grad machen. Ansonsten sieht es in der Kurve ein bisschen schlecht aus. Und das macht sie ja bis zum Holzfällerlager. Also ich würde die Schienen erstmal noch gar nicht bauen. Außer ihr setzt zu zweit. Und wenn ihr dann oben seid, geht ihr wieder nach unten und dann geht's los mit dem Gleisbau. Jetzt weiß ich, dass ich das hier in einem Winkel von 6 Grad gemacht habe. Also kann ich das gleiche bei den Schienen dann machen. Ja, so ein bisschen viel gebaut hier. Ne. Okay, ist weiter als ich dachte. Sag mal. Ich für mich hätte noch die Bäume entfernt. Ich starte jetzt mal ein bisschen dirty. So habe ich es halt am Anfang immer gemacht. Aber da ist man halt nicht immer gerade. Wir sagen jetzt, hier, ich will es so haben, mach mit alte Richtungssperre, geh nach vor, die Kurve ungefähr anfängt. Dürfte jetzt hier sein. Und jetzt kann ich auch hier die 6 Grad einstellen. Ich gehe am Anfang aber erstmal mit 5 rein, um zu schauen, dass ich dann mittig quer komme. Und jetzt 6. Und so habt ihr dann das Gleisbett relativ gut ausgedichtet zu den Schienen. Wenn es dann doch nicht passt, dass ihr dann ein bisschen versetzt seid, ist das überhaupt kein Problem. Jetzt lassen wir es mal bei nur zu Demonstrationszwecken. Wenn ihr sagt, okay, nein, ich bin aber nicht perfekt mittig, gar kein Problem. Baut es erstmal dann so die Schienen, dass ihr sagt, das passt mit der Kurve, dass ihr zufrieden seid und nicht so viel einen Knacks drin habt. Das führt nämlich auch zu Entgleisungen. Sagt ihr hier, Erdarbeiten wieder weg. Habt ihr da schwebende Gleise und dann würde ich mir ein Part suchen, wo ihr sagt, okay, das sieht eigentlich noch ganz okay aus. Zum Beispiel hier, geht auf Erdarbeiten, variabler Bahndamm, klickt dann hier auf die Seite, damit ihr die richtige Höhe habt, geht mittig und folgt dann dem Gleis und baut das dann hier quasi neu, wo ihr sagt, das passt mir. Ihr könnt dann auch hier die Höhe leicht anpassen, das ist jetzt nicht so kritisch. Wenn es jetzt nicht ganz passt, Hauptsache für die Optik passt. So könnt ihr euch das dann in schön bauen. Okay, das wäre mal das zu dem. Da fährt ihr dann mal bis zum Holzfällerdepot rauf. Dann baut ihr hier irgendwo hin das Brennholzlager. Und da
würde ich sagen, baut sie zuerst das Gleis. Sprich, wenn ihr jetzt hier sagt, ich will jetzt dann das Brennholzlager haben, dann macht sie hier eine Weiche. Das ist nur zu Demonstrationszwecken. Baut sie auch das erste Gleis, so wo ihr denkt, dass ihr ranfahren wollt, und baut dann das Lager hin. Dass ihr es irgendwie parallel habt. Und anschließend würde ich das Gleis für dahinter machen. Und damit kommen wir dann auch gleich zum nächsten Tutorial. Als nächstes schauen wir uns mal die Platzierung von dem Brennholzlager an und wie ich das schöne gerade platzieren kann. Wir gehen davon aus, das ist jetzt eure Hauptstrecke hier und sagt, okay, da vorne, da möchte ich jetzt gern das erste Brennholzlager hier hinbauen und das natürlich schön gerade. Dann gehen wir auf Betriebsgebäude und dann Brennholzlager. Und das gleiche gilt auch für die Besammlungsanlage, was ich jetzt gleich mache. Ist die erste Challenge, das hier überhaupt gerade hinzukriegen. Da gibt es einen kleinen Trick, den ich dafür nutze. Ich gehe ein bisschen nach hinten und ziehe mir das Brennholzlager an die Schienen so ein bisschen ran. Und jetzt schaue ich hier auf den ganz linken Pfosten und den ganz rechten. Und gehe so ein bisschen in die Schienen rein und schaue, dass die Überlappung bei den Schienen gleich ist. Also wir sehen jetzt, der linke Pfosten, der ist gerade bündig mit der Kante von den Schienen und rechts nicht. Das heißt, ich versuche das ein bisschen anzupassen. Das ist ein bisschen eine Fummelei. Zu schauen, wann es ungefähr parallel ist. So. Vor und zurück. Ganz passt es noch nicht. Ich würde sagen, jetzt ist es ungefähr gleich. Und bewege jetzt die Maus nicht mehr. Geh nach vor und schau, dass die Balken hier am Ende des Gleisbetts sind. Ungefähr so. Und drücke jetzt die linke Maustaste und hab das hier schön perfekt gerade. Ist ein bisschen eine Fummelei. Aber so könnt ihr euch halbwegs sicher sein, dass es hier gerade ist. Und schaut, dass ihr ungefähr so 30 cm Abstand habt zwischen dem Gleis und der Plattform hier, dass ihr da nicht hängen bleibt. Als nächstes müsst ihr die andere Seite anschließen, denn ihr müsst es hier beliefern. Und ihr könnt es mit allem, was ihr hier seht, liefern. Also die Bretter, hier die Baumstämme, die Balken und auch hier das Scheitholz. Und dazu werden wir jetzt erstmal eine Weiche bauen. Und die kann ganz guten Abstand erstmal haben, damit ihr dann eine sanfte Kurve habt. Wir sind jetzt hier abreißen Schienen. Ich würde sagen, ungefähr hier wird es reichen. Haben wir hier mal die Gleise weg. Nur ein paar. Und baue die Weiche. In dem Sinn brauchen wir eine Weiche rechts. Schau, dass es hier ansnappt. Perfekt. Macht das hier wieder richtig. Und bevor ich überhaupt anfange, hole ich mir hier wieder die Höhe vom Gleisbett wieder hier so rein und ziehe mir das jetzt mal so ungefähr, wie ich denke, dass ich mir hier die Kurve machen werde. Dann hier rein. So. Wollen wir jetzt hier noch entfernen. Das könnt ihr natürlich weiter nach hinten machen. Beziehungsweise mit dem Tool von Mini-Zwerg könnt ihr das noch in schön und automatisiert bauen lassen, aber da wäre noch ein eigenes Segment dazu machen. Ziehen wir das jetzt hier erstmal ein bisschen gerade und versucht dann sanft hier die Kurve zu machen. Schaut dann schon mal nach hinten, ob das so ungefähr hinkommt. Ja, könnte schöner sein. Aber schaut, dass ihr diese Sachen so sanft wie möglich macht. Jetzt auch nicht sprinten. Geh jetzt hier mal langsam in die Kurve. So. Und geh dann hier rein. Und es zieht dann entsprechend weiter und geht dann wieder rein. Wenn ihr sagt, okay, ich hätte es gern hier die Schiene absolut gerade, gibt es dafür ebenfalls einen Tipp. Also ohne dass es jetzt hier so freihand gemacht ist. Wir tun das hier wieder abreißen. Nehmen wir hier die Erdarbeit nochmal. Fahr hier ein bisschen nach links rein.
und schaue, dass ich hier die Erdarbeiten in den Balken so ein bisschen drin habe. Als nächstes hole ich mir diese Kreuzung und schaue, dass die absolut gerade ist. Wir machen den gleichen Trick wie vorher. Ich achte jetzt hier unten auf die Holzschwellen, auf die von der linken Seite aus gesehen, der zweite und der vorletzte, dass die gleich überlappend sind. Ich gehe dann wie so links nach rechts, um zu schauen, ob das bei den anderen dann gleich bleibt. Oder ob sich das verändert, aber das sieht so aus, als ob das weitestgehend gleich bleibt. Also überarbeitet, also schaut es da wirklich, dass ihr mit dem Überlappen arbeitet. Und jetzt ziehe ich mir das ein bisschen raus. Und ein bisschen nach Gefühl sage ich, der Abstand müsste jetzt hier ungefähr passen. Platzieren das. Ja, hätte noch ein bisschen weiter reinziehen können. Jetzt kann ich das hier gerade ziehen. Und habe da meinen Abstand. Aber es ist jetzt eben schön parallel. Und wir reißen das wieder ab. Und jetzt könnte ich auch da wieder meine Kurve da reinmachen. Schienen. Er ist ein bisschen hart, aber ich denke, ihr seht so, wo ich hin will. So könnt ihr dann schauen, dass das halbwegs parallel dort drin ist. So nutze ich das mit dem Überlappen. Gut, weiter zum nächsten Tutorial. Einige Leute haben auch gefragt, wie man hier so die Buffer-Endstops machen kann. Das ist ziemlich einfach. Es ist ein bisschen getrickst, aber es ist recht einfach. Es gibt ja leider keine Endstops im Spiel, aber man kann jetzt hier mit der variablen Steinmauer, die ist ungefähr so kurz vor Ende des Gleises, klicken wir einmal rein, geht ein bisschen noch vor, geht auf die maximale Steigung, das ist 10. Schaut, dass hier dieses Clip-Symbol nicht erscheint. Da gehen wir noch ein bisschen weiter, bauen wir das und gehen mit Rechtsklick wieder aus dem Baumenü raus. Mach das gleiche nochmal, schaut, dass ich hier ungefähr mittig bin, hier an der Kante, ziehe das wieder retour und kann mir das jetzt hier anpassen, wo ich sage, okay, so ungefähr will ich das jetzt. Dass es gut aussieht, kann man natürlich noch höher machen, je nach Geschmackssache. Und schon steht es. Und ist ja auch hier hinten schön abgeschlossen. Und der funktioniert auch wirklich. Also die Loks können hier dagegen fahren und werden auch aufgehalten. So kann man sich hier ein Yard wie das hier schön gestalten. Der zweigleisige Ausbau und ein bisschen Schönbau mit dem Tool von Mini-Zwergen, also Ian. Wir gehen davon aus, wir haben hier eine schöne Gerade. Die hat auch keine Steigung drin und möchten jetzt hier zweigleisig bauen. Dazu gehen wir her, werden ein paar Schienen hier wegnehmen. Ruhig ein bisschen großzügig hier, damit wir Platz haben für eine Weiche. Auch jetzt hier Weiche rechts. Gehe auf die andere Seite. Werde hier noch ein bisschen Platz machen. Platziere mir hier eine Kreuzung. Und hier auf der rechten Seite ebenfalls eine Kreuzung, damit ich schon mal den Abstand habe für die zwei Gleise und mache mir hier nochmal eine Weiche hin. Am Ende von dieser Weiche kommt wieder eine Kreuzung hin und jetzt werde ich das hier abreißen. Ich kann jetzt natürlich hierher gehen und das wieder sauber verbinden, dann ist das gerade gemacht. Ansonsten eben den Trick mit der Kreuzung verwenden, wenn der Abstand ein bisschen größer sein sollte. Und da ich beim Tool vom Ian, also auf der Mini-Zwerg-Seite, hier nicht direkt ansnappen kann, wir werden es dann gleich sehen, brauche ich hier noch meine Kreuzung. Und werde hier ein Stück selber bauen mit den zwei Snap-Points, damit es schön gerade ist und die gleiche Höhe hat. Und das gleiche mache ich auch hier. Den ansnappen. Anderen Seite. Dann habe ich hier ein schönes Stück gerade und jetzt werde ich erstmal speichern. Hier bei mir auf dem Slot 2 und jetzt gehen wir auf die Seite mini-zwerg.online und lassen uns hier mal eine schöne Kurve machen von da nach da.
Auf der Seite minizwerg.online müsst ihr euch rechts oben erst einmal anmelden. Ich bin jetzt gerade schon angemeldet. Und dann klickt ihr auf Upload Save Game und hier steht schon, ihr müsst zu diesem Pfad hier hingehen. Ich würde das einfach kopieren. Select Save File. Und bei mir ist es eben der zweite Slot gewesen. Wähle es aus und sagt Upload. Hier könnt ihr noch auf Ja klicken, wenn ihr sagt, okay, andere dürfen die Karte runterladen. Und dann braucht es einen kleinen Moment, bis er das geladen hat. So, da ist auch schon die Karte. Wenn er so etwas macht, könnt ihr hier einfach auf Reset klicken. Und dann habt ihr wieder die komplette Übersicht. Und wir gehen jetzt hier zu unserer Baustelle. Gucken mal rein, dass wir ein bisschen was sehen. Und jetzt möchte ich zwischen hier und hier quasi die Kurve machen. Ich kann nämlich hier die Weiche an sich nicht anklicken, aber das ist das kleine Segment, das ich gebaut habe. Das heißt, ich klicke das an, damit das hier so gehighlightet ist, sowie auch dieses Segment. Ich gehe rechts oben auf Edit und dann hat es hier Curves and Straights. Und dann sehe ich hier schon die zwei Points da drin. Ich möchte als Unter, also ich möchte Rail haben und nicht Rail und Wooden Deck. Bad Gravel, also das, was wir jetzt hier die ganze Zeit haben. Ich könnte auch sagen, er soll das mit einer Steinwall machen, er kann auch eine Brücke bauen. Oder überhaupt gar nichts, dass sie schwebend sind. Für den Fall, dass ich da schon quasi den Untergrund gemacht habe. Wir lassen es aber alles Standard. Sagen hier No, Connery Start ist okay for me. Und ignorieren mal das hier. Das würde ich brauchen, um hier zwischen zwei Stücken. Ich könnte zum Beispiel das Stück hier da links oben anwählen und das da unten. Dann könnte ich hier das Häkchen machen, dann würde ich hier eine gerade Linie machen. Aber wir interessieren uns jetzt nur für das. Sagen wir jetzt Generate Curve and Bed between Segments. Dann wird er die ganze Karte jetzt gleich nochmal neu laden. Und sollte wieder in die Stelle reinzoomen, wo wir vorher gewesen sind. Genau. Und jetzt sehen wir, dass wir hier eine perfekte Kurve haben. Okay. Wir gehen wieder auf Edit, sagen Download Save, aber klickt nicht mit der linken Maustaste drauf, sondern rechte Maustaste, links speichern unter. Und dann könnt ihr gerade wieder zu dem Save Slot gehen, also App der Local IR Save Save Games, Slot 2. Könnt ihr auch natürlich auch einen Slot 3 oder 4 nehmen, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt ein Backup haben. Aber ich mache es jetzt gerade mit Slot 2. Sag speichern. Und jetzt gehe ich wieder ins Spiel, tu die Session verlassen und tu Slot 2 nochmal laden. So, ich bin jetzt wieder im Spiel drin und wie ihr sehen könnt, haben wir da jetzt eine perfekte Kurve, die richtig schön sauber ist und da soll es dann nicht passieren, dass wir hier irgendwie entgleisen. Ab und zu kann es passieren, dass hier der Untergrund doch fehlt, aber dann ist es ja kein Problem, das könnt ihr dann händisch einfach nachziehen, damit es dann hier gut aussieht. Als nächstes schauen wir uns an, wie man hier einen schönen Gleiswechsel macht. Sprich, ich möchte jetzt von dem Gleis auf das Gleis kommen, während das Gleis aber natürlich weiterhin nach geradeaus weitergeht. Dazu hole ich mir hier nochmal die Kreuzung, dass ich hier schön gerade weiterfahre, so bis hierhin. Werde das hier hinten wieder löschen und mache jetzt die Weiche nach links. Als nächstes gehe ich hier an dieses Ende, baue mir eine Kreuzung, baue hier auf der anderen Seite eine Kreuzung und baue mir da jetzt 6 weitere hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, die hier werde ich jetzt wieder löschen. Wie auch das. Mache ebenfalls die Weiche nach links. Ah, ich habe mich verzählt, bitte entschuldigt. Das sind jetzt 6, das sind 5. Also machen wir hier nochmal kurz eine hin. Weiche links. Und dann ist das hier perfekt übereinander. Jetzt haben wir hier aber natürlich eine kleine Lücke. Das ist gar kein Problem. Wir gehen hier auf Schienen. Schauen, dass wir hier auf der linken Weiche sind, dass das so gehighlightet ist. Schauen, dass dann hier das Chain-Symbol da ist. Klicken. Gehen auf die rechte Seite, dass es hier genau gleich aussieht. Klicken. Und dann haben wir da unsere Verbindung.
Und jetzt können wir natürlich auch hier wieder weiterziehen. Und das perfekt gerade machen. So. Ja, und so könnt ihr einen Gleiswechsel machen. Auch hier dann wieder gerade weiterfahren, nach dem gleichen Prinzip, wie ich es hier mal mache, mit den Kreuzungen und dann auch einfach wieder löschen. So habt ihr dann wirklich einen absolut sauberen Wechsel hier drin. Ja, das nächste ist natürlich, wie mache ich denn die große Kurve jetzt mit den zwei Gleisen, dass die auch parallel sind? Dazu werden wir das Tool von Mini-Zwerg wieder nutzen, also Ian. Und wir sagen, wir hätten jetzt hier gerne eine Kurve nach rechts. Dazu werden wir erstmal schauen, dass die zwei Gleise hier gleich hoch sind. Können wir jetzt hier einfach mal so machen. Verbinden das gerade mal hier. Wunderbar. Und das hier löschen. Und hier ebenfalls, dass wir wieder ein selbstgebautes Stück Gleis haben. So. Jetzt haben wir hier genau die gleiche Höhe. Und holen wir jetzt hier die Höhe von den Erdarbeiten. Und dann gehe ich mal ungefähr zu dem Punkt hin, wo die Kurve enden soll. Ich sag mal, die Kurve soll beispielsweise hier enden. Mal kurz anschauen. Ich glaube, das müsste gehen. Ich baue mir dann hier die Kreuzung hin. So, wo ich jetzt hier sage, okay, in die Richtung soll es weitergehen. Mach das gleiche mit dem Parallelgleis. Und wie vorhin bauen wir uns hier wieder die Stück Schiene hin. Ja, tun das hier wieder weg. Na. Und auch hier die Erdarbeiten können wir jetzt wieder löschen. Denn die werden wir uns gleich generieren lassen. Damit es hier zu keiner Kollision gibt, werde ich auch hier nochmal schnell die Schienen löschen. So. Und dann schauen wir, dass wir die Kurve hinkriegen. Das heißt, wir werden hier wieder speichern. Slot 2. Und laden das jetzt beim Mini-Zwerg wieder hoch. Die Karte ist jetzt hochgeladen und ihr seht, da sind die zwei Gleisstücke, die wir vorher gebaut haben. Und jetzt ist eigentlich nur eine Sache vom Generieren. Ich klicke mir hier das Stück hier an, sowie auch das. Sag Edit, Curves and Straights. Ich lasse das alles so, wie es ist. Sag Generate Curve and Bare Segments. Und dann wird das Ganze wie vorher nochmal neu geladen. Und siehe da, eine saubere Kurve. Das gleiche machen wir auch mit diesem Segment. Ebenfalls wieder Generate. Und voilà, wir haben da zweigleisig eine schöne Kurve. So habe ich auch hier die ganzen anderen Segmente gemacht, genau nach dem gleichen Prinzip. Und ihr müsst einfach nur darauf achten, dass es eine gleichbleibende Kurve ist und dass es keine S-Kurve ist. Das heißt, ihr könnt das Segment nicht hier so bauen, denn eine S-Kurve kann das tun noch nicht. Es kann nur in eine Richtung die Kurve schön machen. Er kann dann geraden machen, aber die Kurve muss gleichbleibend sein. Immer schön in eine Richtung. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal im Spiel an, wie das jetzt aussieht, was er da produziert hat. Südli, Save Game ist wieder geladen und ihr seht es schon, wir haben eine perfekte Kurve hier drin mit dem idealen Abstand. Und hier dann die Gerade. Und so können Sie dann neue Strecken machen. Ihr könnt so Segmente, wie wir es hier gebaut haben, natürlich mehrere hintereinander machen. Dann könnt ihr euch das sparen, da jedes Mal hin und her zu laden. Dann baut ihr es gleich auf einmal. Und hier so auf der Flachstrecke habt ihr dann einfach das perfekte Gleis. Auf der Bergstrecke würde ich das nicht empfehlen, so zu machen. Da würde es eher händisch bauen. Aber müsst ihr natürlich jeden selber überlassen. Das Tool kann einfach mit der Bergregion nicht so wirklich gut umgehen, da macht er dann die schrägsten Sachen. Also nur mal so als kleiner Hinweis. Hier, wenn es schön gerade ist und eine leichte Steigung drin hat, dann funktioniert es. Aber die Bergstrecken habe ich für mich alle händisch gebaut. Gut, wir schauen uns aber das Tool von Mini-Zwerg noch ein bisschen genauer an, denn da gibt es ein paar tolle Features, die ich euch gerne zeigen möchte.
Dann sind wir jetzt wieder im Tool von Mini-Zwerg und das ist genau der gleiche Save wie vorher. Und will ich euch da mal so einen Grundkurs geben, was ihr mit dem Tool eigentlich so alles anstellen könnt. Auf der linken Seite habt ihr Info, da habt ihr so Tasks, die ihr machen könnt. Das kommt jetzt nicht so vom Spiel, das kommt von ihm. Sagt, okay, bring mal das und das dahin und dann kriegt es entsprechend so viel Geld, wenn ihr das dann abliefert. Final Recovery Task, das heißt, eventuell ist irgendwas unterm Grund drin. Und das solltest du vielleicht wiederholen. Das stimmt nicht immer, was da steht. Ihr könnt den Hintergrund anpassen. Ihr könnt euch anschauen, wo ihr welche Bäume quasi entfernt habt. Ihr könnt euch da das Raybed anzeigen lassen oder die Tracks ein- und ausblenden, je nachdem. Das ist mehr so das Visuelle. Auf der rechten Seite mit Edit wird es dann interessant. Und wir gehen jetzt mal von oben nach unten. Rolling Stock, sprich Rollmaterial. Hier seht ihr all eure Lokomotiven, bei mir sind es ein paar, und dort könnt ihr auch Lokomotiven umbenennen, sprich hier die Porter, wenn ihr nicht wollt, dass die wie mein Fall Scar heißt, sondern Nudel, könnt ihr das einfach eintippen, könnt auch die Nummerierung hier anpassen, so wie es euch lieb ist, und dann sagt sie hier Apply Rolling Stock Changes und dann wird es entsprechend angepasst. Das gleiche gilt auch für die Güterwagen. Ihr könnt hier die Namen vergeben, ihr könnt Nummern vergeben und das mit allem. Ihr könnt es sogar mit dem Handcar machen. Bin mir gar nicht sicher, ob ihr das anzeigt. Und euch da so eine eigene Beschriftung überlegen. Aber wer nicht kreativ ist, hat auch die Optionen weiter unten. Wo ist es denn? Hier so Namepacks auszuwählen, zum Beispiel irgendwelche Wetterphänomene, irgendwelche Attribute. Was ist die Exotik, Dancers, Countries, ihr könnt dann auf die Preview-List gehen und dann zeigt er an, was er für einen Namen hier drin hat. Und wir machen das jetzt einfach mal, sagen Countries und sagen jetzt auf alles übernehmen oder nur auf Lokomotiven, nur auf Tendern etc. Sagen jetzt mal Apply Name Shame. Habe ich tatsächlich noch nie gemacht, nachdem ich meine eigene Benennung hier drin habe. Jedes Mal, wenn er das macht, wird das hier neu geladen. Geht es hier mal auf Edit, Rolling Stock. Und da seht ihr schon, Jordan, United States, Kosovo und so weiter. Das war er auch dann hier gemacht. Die Nummerierung tut er nicht anpassen. Das ist irgendwie schräg. Wäre jetzt nix für mich. Okay, dann gehen wir weiter zum nächsten Segment. Hier habt ihr zum Beispiel Apply All Brakes, also alles, was irgendwie da rumspricht, könnt ihr die Bremse anziehen. Get Cards vom Underground. Wenn euch mal irgendwas unter den Boden reinfällt, klickt ihr da drauf, erholt es dann quasi wieder nach oben, dass ihr das wiederholen könnt. Ganz praktisch. Trees. Wenn ihr sagt, okay, ich habe mal hier irgendwie zu viel abgeräumt etc., dann kannst du die Bäume wieder pflanzen lassen. Und zwar mit dem Parameter, wie weit die Bäume von den Gleisen entfernt sein sollen und von Industrien. Da gibt es auch noch Referenzen, wie weit was weg ist. Und dann klickt ihr auf Replant Trees. Und er tut das dann alles wieder bepflanzen. Achtung! Bäume bei Kreuzungen könnten dann sein, dass die dann wieder auf den Schienen sind. Da müsst ihr damit vorsichtig sein. Also gerade hier, wenn man ein paar Weichen hat, könnte sein, dass hier dann trotzdem ein Baum ist, weil er da den Abstand nicht richtig messen kann. So viel zu dem. Curves and Straights, das kann man schon. Da kann man die Kurven machen. Und hier bei Spieler könntet ihr, wenn jetzt ihr sagt, okay, braucht es mehr Geld, könnt ihr euch da Geld geben oder mehr XP. Und hier bei Industries könnt ihr die Industrien anpassen. Da könnt ihr zum Beispiel sagen, hier bei, was nennen wir denn Ironworks Input, ihr könnt da zum Beispiel sagen, ich tue das jetzt mal komplett voll machen mit 100 und 100 oder entsprechend auch was wegnehmen. Letzteres nutze ich tatsächlich oft, um Sachen aufzubeladen. Soll heißen, wenn ich jetzt hier bei der Sawmill die Beans brauche, dann gehe ich jetzt nicht her, also wenn ich für mich spiele und tue jeden Wagen hier einzeln beladen, sondern ich sage mir, okay, Sawmill hat aktuell 100 Stämme drin, mach die auf 1, weil 0 übernimmt er hier irgendwie nicht, und dann gehe ich hier oben rauf bei den Rolling Stock, suchen wir jetzt die Wagen aus, die hier da sind. Also man kann sich das dann anklicken, beziehungsweise ich weiß von der Normierung, welche das sind, und sagt dann hier rechts, zum Beispiel Beams,
kann man das auswählen. Race, Lambo, Beams, 3, 3, 3. Also man muss natürlich wissen, was maximal auf den Wagen reingeht. Dazu könnt ihr auch hier die Karte zur Hilfe nehmen. Und zwar hier links unten. Steht drauf, wie viel ihr dann maximal beladen könnt. Und füllst es auf. Ihr könnt natürlich cheaten und die Industrie dabei nicht anpassen. Dann habt ihr ja quasi das einfach voll gemacht. Ich für mich ziehe es von der Industrie immer ab und mache dann die Wagen voll, damit es authentisch ist. Damit ich mir einfach das Beladen spare. Gerade bei den Boxcars, wo du 32 Einheiten einladen kannst, mache ich das hier über das Tool, weil es einfach schneller geht. Ansonsten musst du 32 Mal den Wagen anklicken. Nur so als Tipp. Ja, und wenn ich das dann alles gemacht habe, geht natürlich hier ganz nach unten. Klar, immer auf Apply Industry Changes gehen, also generell Apply, je nachdem, wo ihr gerade drin seid. Und dann tue ich mir das Save herunterladen. Eine Sache, die ich immer wieder in Streams sehe, wo Leute das meiner Meinung nach falsch machen oder halt unschön machen, ist es die Platzierung von dem Lokschuppen. Ich rede jetzt von dem hier. Den machen wir hier Bahn Red. Denn der ist ein bisschen blöd zu platzieren. Der kann nicht snappen, denn der Punkt, den man, wo man anvisiert, ist in der Mitte. Und da muss man hier auf gut Gefühl machen. Und dann sehe ich auch Leute, die das direkt auf dem Boden platzieren. Was irgendwie doof ist, weil dann hat man hier sowas. Und dann passt es nicht mit dem Gleisbett. Ich zeige euch mal, wenn man hier den perfekten Anschluss macht, dass das passt. Wir werden das erstmal hier wieder abreißen. Alles. Und ich habe hier mal so ein Demo-Gleis gemacht. Also wir haben hier einfach eine Gerade und natürlich eine Weiche, damit wir hier reingehen können. Und damit ich jetzt das hier sauber platzieren kann, gehe ich jetzt hier wieder auf Schienen. Weiche links oder rechts ist eigentlich ganz egal. Einfach nur, damit ich den Abstand habe. Mache mir hier eine Kreuzung rein und ich mache mir hier eine Kreuzung erstmal. So, da. Das kann ich jetzt wieder abreißen. Da ging es mir nur um den Abstand. Und kann erstmal da snappen und das mal wieder vervollständigen. So, das wäre das. Und werde das jetzt hier erstmal wieder abreißen. Okay, dann habe ich jetzt hier mal meinen Abstand. Und jetzt kommen wir zum Lokschuppen. Für die Erdarbeiten. Wir haben das jetzt hier bei dem Gleis aber die Erdarbeiten schon mal gemacht. Wir werden das aber sofort für das zweite Gleis hier machen. Das muss nicht ganz genau sein, aber so ungefähr. So. Und ziehe mir das hier parallel. Und schau, dass ich hier ein bisschen überlappend bin. Denn wenn ich jetzt hier den Lokschuppen platzieren möchte, dann ist er gleich auf der richtigen Höhe. Und hätte ich jetzt hier ein bisschen Abstand dazwischen, dann sackt er ab. Ihr seht es, hier am Rand wieder absacken. So ist er genau auf der richtigen Höhe. Ja, und jetzt ist der Trick, wie kriege ich das jetzt schön gerade, dass er da zu den Schienen passt. Wir nutzen jetzt das mit dem Überlappen wieder. Wir schauen uns hier mal die Schwelle an. Von dem Gleis, was wir schon gebaut haben, und versuchen das so exakt wie möglich überlappen zu lassen. Das ist ein bisschen Fummelarbeit. Und ich kontrolliere das nochmal mit ein paar anderen Balken hier. Wenn ich mal denke, okay, die Überlappung, die ist jetzt perfekt. Ich glaube, das ist sie jetzt. Platziere sie das ganz kurz davor. Und platziere es. Also schaut einfach, dass die Überlappungen zwischen den Balken wirklich gleich erscheinen an den ganzen Enden. Und dann sollte das von der Geraden her passen. Wir werden das mal kurz abreißen, machen das Tor auf, um das zu kontrollieren. Wir werden das hier verbinden. Ja, und ich würde mal sagen, das ist so gut wie perfekt. Also, da kann man echt nichts sagen. Ja, und dann fehlt uns dann natürlich dieses Gleis noch. Da gibt es jetzt zwei Varianten. Einerseits kann ich jetzt manuell hier fahren. Entsprechend. Ich mache mir die Kurve hier selber. Und fahre dann da so rein. Ist jetzt nicht schön gemacht. Also das geht schöner, ich weiß. Aber das würde ich mit dem Tool von Mini-Zwerg machen. Und das geht wie folgt. Wir werden das hier wieder abreißen. Mal schauen, ob das noch... Okay. Das, glaube ich, ist jetzt schon die Weiche. Wir machen hier wieder die Kreuzung rein. Flup. Machen das ebenfalls hier.
bauen wir uns hier wieder das Gleis. Das selbstgebaute. Das gleiche da unten. Das Prozedere kennen wir ja schon. Reißen das hier wieder ab. Und gehen jetzt beim Mini-Zwerg rein und lassen uns hier eine schöne Kurve generieren. Und dann haben wir hier den perfekten Anschluss für den Lokschuppen. Ich lade es mal. Bis gleich. So, da habe ich das jetzt mal kurz gemacht beim Mini-Zwerg. Und ihr seht, er hat hier eine perfekte Kurve gemacht. Sieht wunderbar aus. Man könnte das natürlich in die Länge ziehen, indem man es ein bisschen weiter nach hinten macht. Aber ich denke, das sieht eigentlich ganz gut an aus. Entschuldigung. Und jetzt habt ihr da den idealen Anschluss. Machen wir auch hier mal das Tor auf. Perfekt. Jetzt gibt es noch ein Problem. Ihr seht, das Gebäude schwebt. Das ist aber natürlich kein großes Problem. Wir gehen einfach her, holen uns hier den Damm. Ziehen das hier raus. Gehen am Gebäude entlang. Ihr könnt es natürlich so breit machen, wie ihr das wollt. Und das gleiche machen wir in die Richtung noch. Schauen, dass wir hier so mittig drin sind. Sind so weit, wie wir das haben wollen. Voilà. Dann sieht man das schon gar nicht mehr. Also da könnt ihr selber variieren, wie ihr das haben wollt. Ihr könnt es dann nochmal in die Richtung ziehen, damit es da schön aussieht. Und natürlich auch hier die Erdarbeiten anpassen, wenn euch die nicht gefallen. Das ist ja alles keine große Sache. Und dann habt ihr den perfekten Anschluss. Ich finde, das sieht einfach richtig schön aus, wenn man das mit dem Tool von Mini-Zwerg macht. Als nächstes werden wir uns mal die Drehscheibe anschauen und wie man da entsprechend die Gleise baut. Ihr habt es sicher schon mal bemerkt, wenn ihr die Drehscheibe einfach so platziert, dann ist die hier einfach im Boden drin. Sie funktioniert zwar, also man kann sie hier drehen, aber sieht halt scheiße aus. Ich habe das mal kurz vorbereitet, was die richtige Höhe eigentlich wäre. Und zwar ist es das hier. Ihr seht, es ist ziemlich weit oben. Und so ungefähr wird der Bahndamm ausschauen, wenn man das hier so hochzieht. Und dann sieht man hier auch die Innereien von der Drehscheibe inklusive dem Protester. Das wäre die eigentliche Höhe. Für meinen Geschmack finde ich das ein bisschen zu hoch, aber einfach nur, damit ihr das mal gesehen habt, so, das wäre so die Höhe, wo ihr hin müsstet, damit das gut aussieht. Man kann sie halt leider nicht im Boden versenken. Aber es gibt einen Kompromiss. Ich zeige euch den. Wir werden jetzt hier eine neue Rampe bauen. So, gehen wir hier nach hinten. Ein bisschen nach oben. Jetzt ein bisschen Augenmaß. Ich würde sagen, die Höhe passt. Und jetzt ziehen wir einfach mal gerade. Da, wo wir die Drehscheibe platziert wollen. Voilà, bis da hinten. Und schon mal die Gleise. Und die ziehe ich erstmal durch, damit ich dann das überliegende Gleis gerade schon richtig habe. Okay. Hier in der Mitte kommt jetzt die Drehscheibe rein. Das heißt, wir werden jetzt hier die Gleise entfernen. Ich glaube, das sollte passen. Schauen wir mal. Nee, da muss noch ein bisschen mehr weg. Sagen jetzt hier nur die Schienen. Jetzt aber. Ja, jetzt soll es eigentlich passen. Voilà. Ihr könnt es natürlich weiter im Boden versinken, wenn ihr sagt, ah, das ist mir immer noch zu hoch. Aber so sieht man wenigstens hier die Schienen. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite gerade schon das Gleis perfekt allein. Es ist aber jetzt hier mit einem zu großen Abstand. Was machen wir da? Wir tun das hier abreißen. Nehmen uns hier eine Kreuzung. Und werden hier schön ransnappen. Und ziehen jetzt hier mit Alt noch ein bisschen weiter. Damit wir ungefähr so einen Abstand haben. Perfekt. Und da kann auch die Lok schön drüber fahren. Das werden wir jetzt wieder abreißen. Und hier hinten könnt ihr jetzt das weiterziehen, Schuppen hinbauen, je nachdem, was ihr da haben wollt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich denn hier so ein Gleis hin? Das ist einfach. Wir nutzen jetzt erstmal den Bahndamm. Holen uns wieder mal die Höhe. Und laufen jetzt hier erstmal kurz rum. Das muss jetzt gar nicht so sauber sein. Das könnt ihr dann später sauber machen. Das ist erstmal nur für uns, dass wir hier sauber bauen können.
So. 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 Das da in der Mitte können wir auch mal wegmachen. Hup. Jetzt ist da der Bahndamm weg, aber wie gesagt, kein Problem. Zieht sie euch einfach neu. Ab in die Mitte. Und so weiter. Also, ihr seht, was ich meine. Das ist kein Problem. Ich mache das jetzt nicht auf schön, das ist einfach nur zur Demonstration. Aber mal angenommen, ich hätte jetzt gern hier ein Gleis. Dann werde ich mir das Ding da erstmal drehen. Auf die Position, wo ich gern das Gleis hätte. Leider nicht gerade die schnellste hier. So, sag ich, hätte es gern hier da so. Mal kurz bremsen. Okay, sie steht. Wir werden jetzt mit der Kreuzung wieder arbeiten und versuchen hier das schön auf der gleichen Höhe zu haben, beziehungsweise gerade. Wir arbeiten da wieder mit der Überlappung, Entschuldigung. Schauen, dass das soweit ident aussieht. Das ist ein bisschen Fummelei natürlich, aber ich denke weitestgehend. Sollte das passen? Ist wieder ein Traum. Das passt nicht ideal. Aber wir werden es jetzt mal so platzieren. Okay, machen hier noch mal ein Dreieck ran. Upp. Können das wieder löschen. Innen löschen. Und jetzt, wenn wir es auf der anderen Seite gerade genau gleich haben, werden wir es hier in die Weiche platzieren. Und auf der anderen Seite bauen wir uns wieder so eine Kreuzung hin. Wir reißen das wieder ab. Und jetzt können wir hier die Schiene gerade ranziehen, so wie wir es gerade brauchen. Dass das hier passt. Na. Ich würde sagen, so. Dann haben wir das gerade hier perfekt. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Ihr könnt es natürlich auch erstmal hier hinten snappen. Das geht auch, dann habt ihr es perfekt gerade. So, snappen. Das war jetzt zu weit. Die alte Sperre und dann nah hier ranfahren. Also ein bisschen rumwickeln. Es ist halt leider ein bisschen eine Fummelarbeit hier. Okay. Man kann es fast nicht perfekt machen, aber so ist zumindest meine Hilfe, um das halbwegs passend zu machen. Hier ist es ein bisschen zu nah für meinen Geschmack. Ich würde das jetzt nochmal neu machen. Aber so wie es da ist, ist eigentlich ideal. Und da kann die Lok auch ganz gut drüber. Und das wiederholt sich natürlich für alle Stellen, wo ihr da irgendwie die Gleise haben wollt. Und ganz zum Schluss würde ich dann hier den Bahndamm nochmal sauber machen. Den letzten Schwimmbad. Das ist erstmal nur zur Hilfe, dass wir hier auf der gleichen Höhe sind. So viel zu die Schreibe. Muss ich euch gestehen, habe auf meiner Anlage keine einzige. Ich mache das alles mit Wendeschleifen. Aber ja, der ein oder andere für den Schwimmbau hätte es natürlich gerne. Also, weiter geht's mit dem nächsten Tutorial. Als nächstes schauen wir uns mal an, wie man hier so einen Güterbahnhof baut, wie ich ihn hier gebaut habe. So mit ein paar Fächern, entsprechenden Abstellgleisen und natürlich auf der anderen Seite hier wieder zurückkomme und mit einem Gleis weiterfahren kann, beziehungsweise hier optional mit der Schleife. Dazu suchen wir uns hier mal ein freies Gebiet aus, am besten gerade da, wo wir unsere Kurve gebaut haben. Das war da. Ich sage, ich möchte jetzt hier gern einen Güterbahnhof machen. Ich sage hier Weiche rechts. Der Anfang ist immer recht einfach. Und dann Weiche links. Und das ziehe ich jetzt so weit weiter, bis ich mir sage, okay, so viele Abstellgleise will ich haben. Ich will es jetzt mal ungefähr so haben. Und dann ziehe ich mir hier von den Gleisen entsprechend die Geraden raus. Ich nehme jetzt mal hier wieder die Kreuzung. Voilà. So die Richtung sperren. Und dann, ups. Ziehen wir uns das mal einfach ein bisschen nach vor.
Sowas zu bauen braucht ein bisschen Zeit. Vor allem, wenn es dann viele Gleise sind. Okay, ich würde sagen, das reicht jetzt hier erstmal. Das ist jetzt nur zur Demonstrationszweck. Ich mache das jetzt relativ klein. Wir werden jetzt da mal die letzte Weiche wegnehmen. Wie gesagt, das könnt ihr unendlich so weiterziehen mit dem Fächer. Dass wir jetzt hier nur hier diese Gleise haben. Auf der Seite möchte ich dann wieder reinkommen. Wir werden jetzt auch hier die Gleise nochmal entfernen. Und keine Sorge, die Hauptstrecke habe ich mir schon eigentlich gespeichert, wenn ihr denkt, okay, da reißt jetzt da gerade sein Zeugs hier ab. Ein bisschen weiter darf sie noch gehen. So. Das absolut gerade haben. Bis hierhin. Ach ja, was soll's. Dann machen wir es halt ab hier. Bevor wir weg. Ah ja, das muss auch mal sein. Es aber so machen. Jetzt bin ich faul. Gut. Und hier das mal abreißen. So lange, wie ich das längste Gleis haben will. Auch hier gehen wir hier mit der Weiche links rein. Hup. Das hier wieder verbinden. Und sag natürlich auf der Seite, wir brauchen eine Weiche rechts. Und hier auch eine Weiche rechts. Gleiches Spiel wie vorher. Und dann wird das ganze Geschmöß einfach wieder verbunden. Okay, das machen wir jetzt hier bei den Gleisen hier noch fertig. Wobei, ich glaube, ich kann das jetzt hier nicht perfekt ziehen. Ja, das kann ich jetzt natürlich nicht, weil mir hier die Erdarbeiten fehlen. Ist aber kein Problem. Ich ziehe mir das einmal kurz hier raus. Ich werde das hier nochmal abreißen, nachdem ich schon mal angefangen habe. Und das wiederholt ihr dann einfach so oft, wie ihr das halt haben wollt. Dann habt ihr das immer schön parallel. Dann könnt ihr hier da euren Abstellbereich machen. Und um jetzt hier sauber die Kurve hinzukriegen, macht ihr eigentlich das gleiche, was wir unten gemacht haben. Sprich, der Trick hier. Macht ihr dann mal so eine Weiche da hinten. Upp. Hier passt jetzt einfach der Abstand nicht. Und, also eben, das passt jetzt hier gar nicht. Es ist einfach zu klein. Würde jetzt das hier wieder löschen. So. Baut dann hier wieder das Schienensegment dran. Das gleiche dann hier quasi. Und lasst dann hier vom Mini-Zwerg die Kurve generieren. Das könnt ihr natürlich ein bisschen näher machen, dann ist die Kurve enger. Aber genau nach dem gleichen Prinzip, wie ich es in den anderen Tutorials da vorhin schon gezeigt habe. Und dann habt ihr hier da so einen kleinen Abstellbereich. So einfach kann es gehen. Jetzt kommen wir zu einem richtig guten Tool, und zwar Railroads Online Extended. Das hat man bei mir schon öfter gesehen und da gehen wir jetzt in die Details rein. Herunterladen könnt ihr es über den Link in der Videobeschreibung einfach installieren und dann starten, aber noch nicht auf Attach klicken. Dazu müsst ihr erst im Spiel sein und die Session geladen haben. Wenn ihr das gemacht habt, klickt ihr da oben auf Attach. Sagt Local, könnt ihr auch Share anmachen, wenn ihr wollt, dass andere
mitspielen können und das Tool nutzen können. Die geben dann den Link, den du da bekommst, hier ein und dann sagen wir hier Attach. Und dann kommt kurz das Pop-up und dann warten wir ganz kurz. Sollte nicht allzu lang dauern. Wir können das mittlerweile schon wieder zumachen und warten, bis hier die Karte geladen ist. So, die Karte ist geladen und da können wir jetzt interaktiv die Sachen uns anschauen. Wir können uns hier die Wagen anklicken. Wir schauen bei ShowFreight, ob das beladen ist. In dem Fall ist es beladen. Unter Controls kann ich mir hier die Handbremse anlegen lassen. Oder ich klicke natürlich auf eine Lokomotive. Also ich kann mich zur Lokomotive auch hin teleportieren lassen. Open Controls, kann sie da fernsteuern und kann sie natürlich so fahren. Also nur als Beispiel. Ich kann sie jetzt hier losfahren lassen. Und dann sollte man jetzt gleich mal sehen, dass sie sich bewegt. Tut sie auch. Also ich muss nicht mal in der Nähe sein. Kann sie aber wieder anhalten lassen. Ich will jetzt da keine Geisterlok rumfahren haben. Und schauen wir uns mal das Interface ein bisschen genauer an. Wir haben hier noch die Rolling Stocks, also da haben wir die ganzen Lokomotiven. Ich kann mir die Start hier angucken, zum Beispiel was der Fuel Amount ist, wie die Wassertemperatur ist, kann der die einzelne Einsteuerung hochstarten, ein bisschen mir anzeigen lassen. Ich sehe hier die, die ganzen Wagen mit den schrägen Namen von den vorherigen Tutorials, natürlich auch die Tender. Bei den Einstellungen kann ich mir den Kartenhintergrund einstellen, wie oft sich die Karte aktualisieren soll. Dark Team, ob ich im Spiel die Minimap sehen will, ob Autosave an sein soll, kann die Farben anpassen, kann die Hotkeys anpassen, welche Features ich überhaupt will, das ist alles soweit da drin. Wir schauen uns das Ganze mal im Spiel selber an, dazu wechsle ich mal den Screen. Jetzt sind wir hier im Spiel und wenn ich jetzt hier F1 drücke, dann geht bei mir hier da die Minimap auf, kann die auch hier größer machen. Kann hier das Follow wegmachen und kann auch hier die Lok zum Beispiel anklicken, sie fernsteuern, Gas geben, bremsen etc. Kann mir auch das hier zur Seite legen, während ich hier was anderes mache. Kann aber im Spiel selber währenddessen nichts machen. Das heißt, ich muss auch hier wieder F1 drücken und jetzt kann ich im Spiel hier wieder das irgendwie was machen oder kann die Lok fernsteuern, also was jetzt fernsteuern, normal fahren etc. Wir gehen jetzt aber wieder zu Railroads Online Extended zurück und schauen uns mal den Gleisbau an. Da habe ich links unten das Werkzeugsymbol. Er warnt mich, ich soll entsprechend speichern. Das ist noch alles experimentell und das ist es wirklich. Und wähle mir jetzt unten aus, was ich bauen will. Ich sage jetzt zum Beispiel hier, da, das ist die Erdarbeiten. Geht er zu mir hin, klicke auf das Plus-Symbol und suche mir immer zwei Wegpunkte aus, weil ich möchte eine Gerade machen. Und klickt dann auf das. Das heißt nämlich, ich kann jetzt hier rumklicken, ohne dass jetzt ein weiterer Waypoint hinzugefügt wird. Klick auf Bearbeiten. Klickt man das mal hier an. Und jetzt kann ich hier die Höhe anpassen. Dazu klicke ich auf den Button da. Und jetzt sieht man hier, okay, das da oben. Das ist jetzt quasi der Groundworks. Und das ist der Boden. Und ich kann jetzt hier, wenn ich auf den Button hier drücke, die Höhe ändern. Wenn ich Doppelklick auf so einen Punkt gehe und einen anderen anklick, dann sehe ich zum Beispiel, welche Steigerung das wäre. Also hier wäre es 10. Jetzt hat es wieder gewechselt hier. Jetzt da, das wäre jetzt eine Steigerung von 4,5% und hier wird es wieder runtergehen. Wenn ich jetzt hier den Wegpunkt hier anklick und hier nach oben gehe, kann ich dann schauen, dass es dann gerade ist. Das ist ein bisschen Fummelarbeit. 0. Und mach mal das wieder zu. Klicke auf Speichern. Und dann sagt er, ja, bist du dir sicher? Ja. Und dann baut er das. Wir schauen uns das mal im Spiel an, wie das jetzt aussieht. Und dann seht ihr, da sind wir jetzt ganz unten gewesen. Ist dann raufgegangen. Und da unten dann gerade. Es ist, ja, experimentell und man braucht ein bisschen Gefühl, um hier das anständig bauen zu können. Aber mal angenommen, wir sind damit jetzt zufrieden, wie er das gebaut hat. Da wollen wir jetzt Schienen rauflegen. Gar kein Problem. Dazu gehen wir jetzt wieder zurück zu Railroads Online Extended. Gehen hier wieder auf das Plus. Sagen jetzt die Schienen.
Und er snappt es jetzt hier schön in der Mitte rein, das erkennt er. Klick hier unten rauf. Klick da hinten rauf. Und klick auf Bearbeiten. Also beziehungsweise klick die Schiene hier nochmal an, dann auf Bearbeiten. Und schauen wir die Höhenkarte an. Und dann seht ihr, er hat hier das Gleisbett erkannt und hat es hier schön draufgelegt. Einfach nur zur Kontrolle. Würde ich sagen, speichern wir das mal. Sag okay. Und jetzt schauen wir mal ins Spiel rein, ob er das entsprechend gebaut hat. Und siehe da, er hat das hier sauber gebaut. Ne, beziehungsweise annähernd. Hier hat er es leider nicht ganz getroffen. Es ist halt experimentell. Ganz so klar kommt er damit nicht. Ich nutze es eher mehr so zum Schauen, in welche Richtung könnte ich gehen, wie wäre es bautechnisch so möglich. Denn er macht dann auch so Sachen wie das hier. Jetzt ein bisschen. Ja, wobei es, und da geht es jetzt noch. Teilweise macht er hier harte Cuts rein, wenn er von 0 auf minus 4 oder sowas geht. Man kann damit natürlich auch Kurven bauen. Das funktioniert aber ein bisschen anders. Und jetzt gebe ich mal einen kleinen Tipp, wie ich das jetzt hier bauen würde. Ich würde mal hier erstmal so das Gleisbett machen in der Höhe, wie ich es gern hätte. So. Gehen wir mal auf 0. Dann habe ich jetzt mal hier die Höhe. Wir werden das hier alles wieder abreißen. Na. Gott sei Dank habe ich es an der Stelle nicht allzu hoch gebaut. Okay, das sollte reichen fürs Experiment. Jetzt gehe ich in Railroads Online Extended wieder rein. Und mache erstmal das Gleisbett. Sprich, klicke hier aufs Plus. Versuche hier zu snappen, das hat er jetzt auch gemacht. Und machen wir hier einen Wegpunkt. Hier einen Wegpunkt. Hier einen Wegpunkt. Klick nochmal auf Bearbeiten, klickt man das nochmal an. Und jetzt mache ich hier einen Doppelklick auf einen dieser Wegpunkte, sowie auch hier. Und hier. Jetzt kann ich mir das hier mit denen hier so einstellen, wo ich sage, okay, das ist jetzt für mich eine perfekte Kurve oder halbwegs perfekt. Wenn man das entsprechend hier so gerade ziehe. Ich denke mal, das sieht mal halbwegs okay aus. Ich sage, damit bin ich jetzt zufrieden. Und jetzt hätte ich... Oh, das wusste ich auch nicht, wie es geht. Ich könnte das jetzt gerade mit Schienen ersetzen, aber ich will jetzt hier Erdarbeiten haben. Sag speichern. Ja. Und lass uns das bauen. Im Spiel kontrolliere ich jetzt gerade mal die Höhe. Ja, sehr gut. Das hat er genauso übernommen, wie ich da angefangen habe. Und das sieht auch gar nicht mehr so schlecht aus. Und jetzt lege ich mal die Schienen rauf. Also wir gehen wieder zurück. Wieder auf Schienen. Plus, hätte es gern ab da und machen wir hier in der Mitte so meine Waypoints. Klick auf Bearbeiten, auf das und dann machen wir hier wieder den Doppelklick und stellen wir das jetzt entsprechend ein. Nach Augenmaß, wie gesagt, das sieht jetzt nach einer halbwegs anständigen Kurve aus. Also ganz zufrieden bin ich damit noch nicht. Aber machen wir es mal so. Und sagen okay. Und dann schauen wir uns das mal im Spiel an. Ja. Macht er zum Beispiel so Sachen wie das hier, wenn er den Snap-Point nicht ganz richtig hat. Und hier die Kurve. Ja, die Kurve ist jetzt nicht allzu schlecht, aber es ist da wieder enger geworden. Ja. Bitte entschuldigt. Das ist so der Grund, warum ich das Teil nicht wirklich verwende, weil es ist, wenn man es so macht, eine extreme Fummelarbeit, dass man das halbwegs richtig hinkriegt. Wer es jetzt nicht ganz perfekt haben will oder entsprechend mit mehr Wegpunkten arbeiten will, kann das natürlich machen und das kann man auch bei den Bergstrecken einsetzen, wenn euch das da eine Hilfe ist.
Aber so ungefähr funktioniert der Gleisbau. Gleiches Prinzip damit, den Brücken könnt ihr die entsprechend ziehen und nachbauen. Ich glaube, eben, ich würde es als Exploratory nehmen, damit ihr seht, okay, so ungefähr kann es aussehen und dann baue ich das vermutlich händisch nach oder halt mit dem Tool von Minizwerg. Das hat einfach der Nachteil, dass man sich halt immer wieder die Sachen laden muss. Da funktioniert es halt nicht instant wie hier. Ja, so viel zu Railroads Online Extended, das waren nochmal die wichtigsten Sachen. Oh nein, eine Sache habe ich tatsächlich vergessen und zwar ist es im Konvoi zu fahren und dazu hole ich mir jetzt erstmal zwei Lokomotiven. So, wir schauen uns das mal an, wie man schön in Doppeltraktion bzw. im Konvoi fahren kann. Und dazu habe ich hier mal was vorbereitet. Hier hinten haben wir eine Lok stehen, die Nummer 8 mit dem Namen Palau. Und am anderen Ende die baugleiche Lok. Darf natürlich auch eine andere Lok sein. Wichtig ist einfach nur, dass beide Loks in die gleiche Richtung schauen und nicht, dass eine in die andere Richtung schaut. Und wenn ich jetzt möchte, dass... Wir nehmen jetzt mal an, das ist jetzt die Lok, mit der ich fahren will. Dass die hintere Lok genau das gleiche macht, gehe ich wie folgt vor. Ich öffne mit F1, Railroads Online Extended. Gehe mal dahin, wo ich jetzt gerade bin. Das ist hier. Mach die Steuerung der ersten Lok auf. Sag Open Controls und dann Synchronize Controls with Other Engines. Das heißt, hier die hintere Lok macht dann das gleiche wie die vordere. Das heißt, wenn ihr die anklickt, dann steht sogar drin. Controlled by Thailand 5. Und alles, was ich jetzt hier mache, hier in Railroads Online Extended, also in dem Interface, wie zum Beispiel hier nach vorne fahren, macht auch die hintere. Mach das mal zu. Da kann Wipe bewegt sich. Und das Coole ist, hier im Spiel kann ich ebenfalls die Steuerung übernehmen. Und das wird synchronisiert. Also ihr müsst es nicht in dem Tool machen. Und die Lok kann halt jetzt wirklich hier überall in dem ganzen Verband drin sein. Die kann auch direkt hier dahinter sein oder ganz zum Schluss, je nachdem wie ihr das wollt, könnt ihr es auch mit 3-4 Lokomotiven machen. Und wenn ihr einen Freund habt und sagt, ihr gebt dem jetzt den Konvoi, könnt ihr das auch bei zwei Verbänden machen. Ich habe jetzt zwar keinen zweiten hier auf der Strecke, glaube ich. Aber mal angenommen, hier werden jetzt noch zwei Loks dran, dann könnt ihr hier das auch aktivieren, dann hat er automatisch für sich die zwei Loks drauf. Er muss auch Railroads Online Extended dafür nicht anhaben. Das übernimmt dann dein Railroads Online Extended und dann hat er hier Doppeltraktion. So lange, wie sie angekuppelt sind. Wenn sie nicht mehr angekuppelt sind, ist das dann wieder weg. An der Stelle gibt es auch noch eine kleine coole Sache. Wenn ihr da bei Open Controls seid, dann seht ihr hier den ganzen Konvoi und dass es angekoppelt ist. Wenn etwas nicht angekoppelt wäre, angenommen, ich werde hier die Kupplung lösen und ich öffne wieder den Controller, dann sehe ich, hey, Moment mal, das ist nicht angekoppelt. Also, sprich nach dem zweiten Wagen, muss ich koppeln. Er kennt das, was da ist, aber das nicht gekoppelt ist. Nur so als kleiner Tipp am Rande. Jetzt sind wir auch schon beim letzten Thema und zwar ist es, schöne Steigungen zu machen. Ich habe hier mal zwei Gleisbetten, die sind alle gleich hoch und schön gerade. Und für eine schöne Steigung macht ihr folgendes. Wir fangen jetzt hier gerade nochmal an. Und wenn ihr eine Steigung haben wollt, dann, also mal angenommen, wir wollen jetzt auf 6% gehen. Dann fangen wir zuerst hier mit 2 an. Fahren hier mit 2. Dann mit 4. Dann mit 6. Und dann haben wir hier die wunderbare gleichmäßige Steigung. Mit den Schienen sieht man das noch ein bisschen besser. Wenn hier mal so nach vorne fahren. So. Schauen wir uns das mal hier an. Das sieht doch wunderbar aus. Und ich zeige euch mal, was passiert, wenn man das nicht macht. Wir sind jetzt hier gerade und gehen gerade mal direkt auf die 6 rein. Und fahren mal so hoch. Dann habe ich bei mir in der Schiene einen richtig bösen Knick drin. Wir machen hier das gleiche. So. So. Und so. Und jetzt seht ihr, da ist gerade viel härter drin. Und ich finde, wenn man das hier so in Increments macht, so wie da, dann sieht es auch ein bisschen realistischer aus. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr hier so Steigungen baut. Wir machen hier nochmal so eine kleine Fläche. Hup, wir werden nochmal kurz gerade. Ups. So.
ihr könnt auch in kleineren Schritten fahren. Und zwar drückt ihr dabei Shift und dann E bzw. Q. Und dann geht es in 0,25% Schritten weiter. So könnt ihr das ein bisschen fein einstellen, gerade wenn ihr irgendwo anders hin müsst. Ist noch good to know. Ich habe das am Anfang lange nicht gewusst, dass man hier in so kleineren Schritten hochgehen kann. So viel zum Schienenbau. Und eben bei Bergstrecken schaut ihr, dass ihr nicht über 4% geht. Ich weiß, es lässt sich nicht immer vermeiden, aber bleibt es bei den 4%. So könnt ihr ein bisschen schön bauen. Und dann wünsche ich euch mal ganz viel Glück mit den Bergstrecken. Und das war es auch erstmal hier mit dem Tutorial Compendium. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist Teil 1 von vermutlich 2. Denn jetzt seid ihr gefragt, was fehlt, was soll ich noch machen? Schreibt es mir in die Kommentare rein und dann werde ich entsprechend noch einen Teil 2 machen. Und wenn sich natürlich grundlegend irgendwas im Spiel verändert, werde ich das natürlich auch noch nachbringen. Ich hoffe, das hat euch gefallen und hilft euch auch. Lasst doch noch einen Daumen nach oben da oder ein Abo, wenn ihr möchtet. Und dann bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal. Tschüss.